Willkommen zurück zu Harry Potter. Let's Play Harry Potter. Lego Harry Potter. Nochmal bevor wir kommen zurück zu Lego, Let's Play Lego Harry Potter. Die Jahre 1 bis 4, beziehungsweise wir spielen natürlich alle. Für den PC. Für den PC gab es ja nicht die Remastered Edition, weil es ja schon so gut aussieht. Deswegen, ja, jetzt hier geht's weiter. Wir machen hier unten, glaube ich, hier drin geht's weiter, ne? Ja. Genau. Beginne Jahr 2. Hört sich gut an. Okay, damit sind wir hier wieder. Ah, Gnome. Sind sogar im Lego-Spiel drin, das ist ja cool. Reinkommen. Ist schon wieder 3 Wochen her, seit ich die letzten Folgen aufgenommen habe. Ah, okay, die müssen wir jetzt. Das richtet sich aber dann mehr nach den Büchern, weil das war ja in der Serie, im Film nicht, dass man die Gnome aufsammeln muss. Ach doch. Keine Ahnung. Ich halte doch jetzt B gedrückt und dann nochmal. Ja. Thank you.
Okay. Jetzt ergibt's Sinn. Jetzt ergibt das Ganze Sinn. Da braucht man einen Hund dazu, das haben wir nicht. Okay. Gut, was bringt uns das jetzt? 7 Stück. Ah, okay, wir müssen über die Dinger da drüber fahren. Ja. Okay, das ist nicht schwer. Lego-Spiele sind einfach noch richtig geil. Ich glaube, ich kaufe mir auch mal irgendwann die Marvel Avengers. Ne, Superheroes. Marvel Superheroes. 1 und 2 habe ich beide noch nicht gespielt. Wäre, glaube ich, auch mal richtig gut. So, was kann ich mit dem Ding jetzt machen? Wahrscheinlich nichts mehr, ne? Weil jetzt langsam wird draußen. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder? Kommen wir hier rein? Also. Ja. Schön im Fuchsbau so ein bisschen rum. Ist das die Uhr? Dann wird mit dem Spiel jetzt echt 10, denke ich mal. Da kommt man gar nicht hin. Die Weasleys haben eine Uhr, an der jeder Familienmitglied einen Zeiger hat. Und je nachdem, wie die wo die gerade sind, in Gefahr, auf Arbeit und zeigt es dann an, sozusagen. Okay, hier brauchen wir also Ginny Weasley. Wo geht's hier hin? Ah, wieder raus. Okay. Ich dachte, da geht's in den Hinterhof oder so. Okay, jetzt hat sie uns Ginny Weasley angeschlossen. Das ist ja schon mal ganz gut. So. Hmm.
Das macht Spaß. Was? Oh, das war ein Geheimweg hier. Interessant. Schön, jetzt haben wir noch die Fischchen gerettet. Tagesziel erreicht, würde ich sagen. Was kann man hier noch alles machen? Nee, da brauche ich ja Hagrid dazu, das weiß ich ja. Kann ja auch nicht viel zaubern. Yay! Okay, das ist wieder was für Hagrid. Aber man kann ja noch mehr machen. Ah, da gehen sie wieder rein, okay. Kann man die auch machen? Nee. Okay. Ja, da bräuchte man jetzt halt dunkle Magier, die haben wir ja noch nicht. Übrigens interessant, dass das Wappen von Ravenclaw ein Falke ist und kein Raben. Und kein Rabe. Ist auch nicht hier nur so, das ist tatsächlich so von J.K. Rowling sogar. Macht keinen Sinn, würde ich sagen. Aber gut. Ja, ich bin aktuell dabei, die Harry Potter Hörbücher von Rufus Beck zu hören, habe ich ja schon mal erwähnt. Und es ist echt, also ich, wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, es ist ein einzigartiges Hörerlebnis. Also ich finde, er macht sehr gut. Es gibt Figuren, die ist man froh, wenn sie mal nicht sprechen, weil sie sehr komplex gesprochen, zum Beispiel Voldemort ist zum Beispiel so jemand, der nicht, weil er besonders böse ist oder so, schlecht gesprochen ist, sondern einfach, weil er halt so extra spricht, was bei längeren Passagen nervig sein kann, aber das ist das einzige Negative. Ah, leider nicht geschafft. Ist schon genau abgemessen, glaube ich. Na gut, machen wir gleich mal weiter.
finde, es ist aber richtig schön erklärt. Also, schön kurz gemacht irgendwie. Das Spiel. Also, es zieht sich nicht so in die Länge, die Zwischensequenzen. Das finde ich. Ist eine hohe Leistung, wie ich finde. Dass es nicht so lang anfühlt, die Zwischensequenzen, sondern. Dass sie sich sogar relativ kurz anfühlen. Na gut. Was? Achso, wir müssen wahrscheinlich erst den Trank brauen oder sowas. Weißt du, wieso kann ich das jetzt nicht kaputt machen? Gut, hier ist schon mal das Skelett, okay, also bleiben wir wahrscheinlich. Okay. Ja. Na. Ah, genau, das war der, wo uns temporär stark macht. Sehr schön. So, dann wollen wir da mal reingehen. Na, schon wieder mit dem Pomfli. War das im zweiten Teil? Ja, es war im zweiten Teil mit einer Raune. War ja im zweiten Teil auch was passiert. Wo man die sehr braucht, die Raunen. Ah! Hier kann man sich Ohrenschützer abholen. Ich verstehe. Gut. Ah, jetzt haben wir einfach den Umgang mit Raunen gelernt. Okay. Dann können wir wieder gehen. Da lang müssen wir, okay. Thank you.
Schlüssel müssen ins Ast und Stöpsel finden, sozusagen. Da. Okay. Das war trotzdem interessant, dass ich das so alles merken muss. Mich würde nur interessieren, wie das dann ist. Colin Creevy ist auch hier. Wie das dann ist in der Complete Edition, die es ja jetzt für die Konsolen gibt. Ob man da dann auch die Skills von den ersten vier Teilen noch braucht, wenn man die letzten fünf, also 5, 6, 7 spielt. Die letzten drei. Müssen jetzt nicht da rein, oder? Ne. Da rein auch nicht, also da lang. Okay, wir müssen also da hoch. Da sitzt doch schon wieder eine Alraune. Ah, das ist Glas. Das können wir mit der zerspringen lassen. Das haben wir gelernt. Okay. Ich lasse das jetzt mal unkommentiert stehen. Wie uns Colin Creevy mit so hinterherläuft, finde ich witzig. Vorsicht, Leute. Hier müssen wir erst einpflanzen. Okay. Ernie Macmillan, ein Hufflepuff. Ist in den Büchern ein bisschen wichtiger, fast noch als jetzt. Also in der Serie kommt er, glaube ich, gar nicht richtig vor. Okay, damit können wir noch nichts anfangen. Ah, nein. Egal jetzt. Gehen wir mal hoch in den Unterricht. Ah. Ja, was bringt uns das jetzt? Also. Ah, okay. Entschuldigung, ich sollte vielleicht lesen. Mhm.
Ist ja keine Mission, das ist ja nur wieder ein Lernzauber sozusagen. Irgendwie macht es Sinn, finde ich, das Hermine machen zu lassen. Das ist wenigstens realistisch. So. Neuer Zauber gelernt. Okay, dann können wir ja gehen. Tschüss. So, wohin jetzt? Geist, führe mich. Da haben wir's. Okay, da kann man irgendwas drunter stellen, glaube ich, ne? Na gut. Gehen wir erstmal Richtung Quidditch-Feld, da müssen wir nämlich hin. Hmm.
Okay, dann wollen wir mal Dobby aufhalten. Kurz verwirrt. Oder Schnatz. Okay, hätten wir ihn gar nicht verletzen können. Gut, dann gehen wir aber noch mal hier runter. Weil da gab es ja noch ein bisschen was für uns. Wie weit uns das hilft, weiß ich nicht, aber... Ah, guck an. Na gut, dann gehen wir weiter. Okay, der Sound hat sich jetzt aber gerade sehr kaputt angehört. Aber diesmal hilft Hagrid wenigstens. So, mal was. Ja, gleich. Dachte jetzt, da kommt jede Flagge einmal raus. Wir können damit doch nichts machen, oder? Nein. Okay, jetzt kämen wir wieder hoch.
Okay, da braucht man einen Slytherin-Shooter dazu. Haben wir leider nicht. Der Schwebe, sag mal. Mit dem Bombwert Skill. Ach, das kann sie nicht, okay. Eintopfen, sonst nervt uns ja immer zu. Aber wo kann man denn eintopfen? Jetzt haben wir Dobby freigeschalten. Malfoy ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Der macht sogar auf. Gucken wir noch mal raus.
So, das hat mal. Ich baue mir hier draus wieder was zusammen. Ein Rollstuhl. Okay. Glück gehabt, ups. Ah, der Duellierclub. Okay. Dobby haben wir freigeschalten. Zwei Hauswappen. Geschichte fortsetzen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Sind jetzt wieder hier außerhalb der Mission. Wir haben zwei Folgen aufgenommen. Es ist eine Dreiviertelstunde, so wie die anderen Folgen auch ungefähr. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei bei Let's Play Lego Harry Potter. Und ja, bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao!